Hi, hi, willkommen zurück hier in meinem Garten an der Danziger Ostseeküste. Heute gibt es einmal ein Video auf Deutsch auf meinem Account, da ich mit euch Rudbeckia im Garten einpflanzen möchte. Jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich Teil der Gartengang bin und dort alles um das Thema Einjährige berichte und vor allen Dingen viele Tipps und Tricks euch mit auf den Weg gebe, wie man Pflanzen aus Samen hervorzieht. Und Rudbeckia sind genau diese Pflanzen, die ich hier aus Samen hervorziehe. Und dieses Jahr sehen meine Pflanzen so gut aus wie noch nie. Und aus dem Grund möchte ich euch mitnehmen und euch zeigen, wie diese Pflanzen aussehen. Das Video möchte ich wie folgt strukturieren. Zuerst einmal möchte ich euch alles mit auf den Weg geben, was ihr über Rudbeckia wissen müsst, wenn ihr sie in eurem Garten pflanzen wollt. Und auch noch ein paar Tipps, wenn ihr sie wirklich selber aussehen oder aus Samen hervorziehen möchtet. Dann möchte ich euch die Pflanzen zeigen, die ich selber hervorgezogen habe und mit euch in bestimmten Bereichen der Beete einpflanzen und dann euch auch gleich ein paar Beispiele geben, wie man Rudbeckia am besten in einer Pflanzung kombinieren kann. Ich hoffe, ihr seid gespannt darauf und freut euch, etwas Zeit hier mit mir in meinem Garten zu verbringen. Rudbeckia sind in der Familie der Korbblütler. Das ist eine sehr große Pflanzenfamilie, zu der zum Beispiel auch Astern, Margariten, aber auch das Gänseblümchen bei euch im Rasen gehören. Wenn man an Rudbeckia oder Sonnenhut denkt, dann, wie der Name es ja bereits eigentlich andeutet, denkt man sofort an sonnengelbe Blüten mit diesem braunen Mittelteil. Aber es gibt eine Bandbreite an Sorten in verschiedenen Farbnuancen und das Beste ist, viele von denen könnt ihr ganz leicht aus Samen selber hervorziehen. So zum Beispiel die Sorte Cherokee Sunset hat orangene Blütenblätter, die braun zur Mitte zulaufen oder gerade sehr im Trend Sahara. Das ist ein Mix. Viele der Blüten werden gefüllt sein, sodass ihr dieses erhabene Mittelteil gar nicht mehr sehen oder nur leicht erahnen könnt. Farblich im Spektrum orange, pfirsich, aprikogelblich, aber auch hin bis zu rötlichen Tönen. Und rot ist ein gutes Stichwort, denn meine Sorte hier, das ist die Cherry Brandy, meine liebste Rudbeckia für den Garten. Kirschrote Blüten mit einem samtigen braunen Mittelteil. Und interessant ist es, wenn ihr die hier in Massen anpflanzt, werdet ihr schnell sehen, dass auch dort ein Farbspektrum stattfindet. Viele dieser Blüten werden wirklich kirschrot sein, andere werden hingegen kaminrot oder sogar Bordeaux, aber das macht das Ganze tatsächlich sehr interessant im Garten. Was auch immer ihr pflanzt, ist es immer wichtig, sich das Laub anzuschauen, denn Laub ist oft ein guter Hinweis darauf, wo Pflanzen wachsen wollen. Das Laub beim Sonnenhut, das ist sattgrün, ein bisschen gräulich grün und behaart an der Blattoberseite und auch an der Blattunterseite. Oft ist es so, wenn Laub silbrig, silbrig blau oder behaart ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Pflanze in der vollen Sonne wachsen möchte. Sonnenhut, alleine der Name, ist natürlich schon ein absolut guter Hinweis darauf, dass diese Pflanzen wirklich in der vollen Sonne wachsen möchten. Oftmals stellen Pflanzen gewisse Ansprüche auch an den Boden, aber bei den Rudbeckia ist es so, dass ein normaler Gartenboden perfekt für sie ist und selbst sandige Böden sind keine Herausforderung für sie. Rudbeckia sind eine der Pflanzen, die ihr ganz leicht selber aus Samen hervorziehen könnt. Wenn auch immer ihr etwas aus Samen vorzieht, dann sagt euch der Samen quasi schon selber, wie er ausgesät werden möchte. Wicken zum Beispiel haben relativ große Samen. Die solltet ihr nehmen und wirklich tief in den Boden reindrücken, 1 bis maximal 2 cm. Während Rudbeckia hat sehr feines Saatgut. Und feines Saatgut, das sollte nicht tief in die Erde eingebracht werden, denn Samen reagiert auf Sonne. Dadurch wird der Keimungsprozess stattfinden. Wenn nun das Saatgut zu tief in der Erde sitzt, findet der Keimungsprozess meistens nicht statt. Daher, was ich bei Rudbeckia mache, ist, ich habe eine Aussaaterde, auf diese bringe ich den Samen aus und bedecke ihn dünn, maximal 1 mm mit Sand. Der Sand, der drückt den Samen nach unten und dadurch hat er einen guten Kontakt mit der Erde und die Erde kann nicht so schnell austrocknen. Weiterhin ist es so, dass man feines Saatgut oft in einer Pflanzschale aussät. Das mache ich bei den Rudbeckia allerdings nicht. Hier werde ich kleine Pflanztöpfchen nehmen und in jedes Töpfchen jeweils auch nur einen Samen reindrücken. Der Grund ist simpel. Was ich gemerkt habe über die Jahre ist, dass wenn ihr etwas in einer Schale aussät, müsst ihr es irgendwann pikieren. Und beim Pikieren stört ihr das Wurzelsystem. Und bei Rudbeckia ist es so, dass sie das nicht gerne mögen und viele der Pflanzen dann relativ lange vor sich hin kümmern, bis sie wirklich wieder gut anwachsen. Daher perfekt ist es, sie auszusamen auf der Fensterbank und das macht man Anfang April, vielleicht auch schon Ende März. Dann Anfang Mai kommen diese kleinen Töpfchen und ihr topft sie um in größere Töpfchen, wie diese hier, die dann nach draußen kommen. Entweder in ein Gewächshaus oder in einen sogenannten Cold Frame, wie ich ihn habe. Dort sind sie geschützt, bekommen nochmal viel Sonne und können schnell und gut
anwachsen. Aber auch wenn sie ab Mitte Mai direkt nach draußen kommen, mögen sie das relativ gerne. Die eine Sache, worauf ihr definitiv ein Auge haben müsst, sind Schnecken. Denn Schnecken finden die genauso lecker und wunderschön, wie wir die auch finden. Daher gerade die jungen Blätter sind definitiv in Gefahr. Wenn ihr sie draußen habt, jeden Tag wirklich kurz nach Schnecken schauen, zumal in den Abendstunden oder in den frühen Morgenstunden kommen die Schnecken raus und stürzen sich gerne hier drauf. Aber wenn man ein bisschen kontrolliert, dann hat man irgendwann so wunderschönes Laub, auch hier eine kleine Fraßstelle, aber das ist ja nun wirklich zu verkraften. Was ich jetzt mache ist, ich nehme diese Pflanzen, setze sie in das Beet und zeige euch, wo sie hin sollen. Das hier ist meine Staudenrabatte im hinteren Gartenbereich und ihr seht ja auch schon auf der rechten Seite, der Salbei Caradonna steht in voller Blüte, tiefes Violett, wirklich wunderschön, vor allen Dingen auch im hinteren Gartenbereich. Wenn man einen langgezogenen Garten hat, so wie ich, hat es eine tolle Farbwirkung. Auch die Rudbeckia stehen schon bereit hier, sie werden eine tolle Farbwirkung haben, wenn sie blühen. Und man sieht, wie ich sie platziere. Die Töpfchen, die gehen einmal rundherum um dieses Miscanthusgras. Und was ich mache ist, ich pflanze relativ viele auf einem kleinen Raum, da die Pflanzen zum Teil nicht gut durch den Winter kommen. Einige kommen wieder, aber auch die werden nicht wahnsinnig buschig. Daher lohnt es sich wirklich voll zu packen, damit man später, vor allen Dingen im Spätsommer und Herbst, wirklich nur Blüten, Blüten und noch mehr Blüten hat. Wie kombiniert man Rudbeckia nun? Rudbeckia hat ja relativ große Blüten und daher funktioniert es schön, wenn man es mit kleineren Blüten kombiniert, zum Beispiel Astern. Hier im Hintergrund eine große Fläche Aster Asran in einem hellen Violett. Dann habe ich hier zum Beispiel auch noch eine weitere Astersorte. Das ist schöne Fonditlikon in einem schönen dunkleren Violettton, aber auch mit anderen roten Blüten, wie zum Beispiel Persicaria, das ist J.S. Kaylor. Die werden so aufrechte, eher traubenförmige Blüten bekommen, deutlich kleiner und eine ganz andere Textur als der Sonnenhut. Hinten finde ich zum Beispiel auch schön, wenn man die Farbe einer Blüte noch einmal versucht, mit Laub aufzugreifen. Und da mache ich das mit Amaranth. Das ist ein rotlaubiger Amaranth, der auch rote Blüten hervorbringen wird. Und den habe ich hier in diesem Beetbereich verteilt. Hinten noch einmal eine größere Fläche und vor allen Dingen hier auch direkt hinter dem Salbei, das ist jetzt langfristig gedacht, schon für den Sommer, ist eine große Fläche, wo sehr viele von diesen Pflanzen hier gerade wunderbar einwachsen. Die werden nicht diese Blüten bekommen, die Kaskaden runterhängen, sondern aufrecht stehen, aber diese gleiche stoffartige Textur haben, ähnlich zu Bouclé. Dann Rudbeckia funktionieren auch sehr schön mit Gräsern einfach. Hier mit einer Miscanthus-Sorte, die nicht so hoch wird, nur 1 bis 1,5 Meter maximal, eher 1,20 Meter bei mir. Aber auch ganz toll mit Panicetum oder zum Beispiel mit Calamagrostis-Sorten. Es ist kaum besser, als etwas zu pflanzen, was man selber aus Samen hervorgezogen hat. Definitiv nochmal ganz anders, als wenn man einfach ins Gartencenter geht und dort etwas kauft. Bevor ich nun pflanze, ist es ganz wichtig, noch einmal zu schauen, wie sehen die Pflanzen aus. Und damit meine ich jetzt nicht nur zu schauen, wie sieht die Pflanze hier oberirdisch aus, sondern auch ruhig einmal die Pflanze zu nehmen und sie aus ihrem Topf rauszuholen und sich das Wurzelsystem anzuschauen. Ein starkes, gutes Wurzelsystem ist sehr wichtig. Und hier sieht man schon wunderbar, es ist kein Wurzelsystem, was rund und rund im Topf wächst. Die Wurzeln sehen sehr gut und gesund aus. Es ist nichts verfault. Und vor allen Dingen, es sind genug Wurzeln ausgebildet, dass die Wurzeln die Erde, die hier in diesem Topf drin war, komplett zusammenhalten können. Das heißt, es fällt nicht auseinander. Diese Pflanzen sind komplett bereit, um in den Boden zu kommen. Ich kann sie jetzt auch schon schön hier hinstellen. Das Pflanzloch habe ich schon vorbereitet, immer ungefähr auf der Größe halt, in der später auch hier die Pflanze reinkommt. Was ich mache ist, ich nehme immer ein paar Biohornspäne, die in das Pflanzloch mit reinkommen. Einmal ein bisschen umwühlen hier, denn die werden zu Stickstoff zersetzt und das ist langfristig gesehen nicht nur gut für den Boden, sondern auch für die Pflanzen. Jetzt einfach nur die Pflanze nehmen. Schön ins Pflanzloch reindrücken. Sie sollte nicht zu tief drin sitzen, sie sollte auch auf gar keinen Fall zu hoch sitzen. Das heißt wirklich komplett level, wie sie auch hier in diesem Topf drin saß. Jetzt mit der Erde von der Seite schön festdrücken, dass auch keine Luftlöcher hier entstehen. Und dann mit dem Rindenmulch wieder zurück. Ganz wichtig ist jetzt auch, dass man direkt nach den Pflanzen alles einwässert. Und das hat den simplen Grund, dass man möchte, dass die Pflanze, also die Wurzeln, einen direkten Kontakt mit der Erde oder der angrenzenden Erde haben. Denn nur so können sie jetzt richtig gut einwurzeln. Eine wirklich schöne Fläche hier jetzt mit den Rudbeckia Cherry Brandy. Ich habe sie eingewässert. Alles, was sie machen müssen, ist jetzt noch einwachsen und perfekt blühen. Die Sorte an sich wird ca. 50 cm hoch, je nach Jahr und Wetter natürlich. Kann es schwanken. 50, vielleicht auch 40 cm, aber definitiv die perfekte Staude, um sie ruhig nach vorne in die erste Reihe einer Rabatte zu setzen. Auch dadurch, dass sie diese wunderschönen großen Blüten hat, die man sich auch ruhig vom Nahen angucken möchte.
Das ist es von mir heute aus meinem Garten. Ich hoffe, es war interessant für euch und es hat euch Freude bereitet. Und vor allen Dingen, dass ich euch auch für die Rudbeckia begeistern konnte und ihr vielleicht selber einige in eurem Garten pflanzen möchtet. Es ist nun natürlich schon etwas zu spät, sie selber aus Samen hervorzuziehen. Aber was ihr machen könnt, vor allen Dingen im Juli, ihr geht ins Gartencenter und dort findet ihr definitiv einige tolle, schöne Rudbeckia-Sorten, die ihr schon einmal ausprobieren könnt. Eine weitere Sache, die ihr wissen müsst, ist, Rudbeckia sind generell Stauden. Aber gerade die Sorte Cherry Brandy ist eher eine zweijährige oder einjährige Pflanze. Zumal hier in meiner Klimazone an der Südküste der Ostsee. Ich bin hier in einer Klimazone 7b. Daher jedes Jahr von vorne muss ich wieder neue Pflanzen aussehen. Aber es lohnt sich, denn ich möchte wirklich diese satte Farbe und gerade auch diese Größe der Blüten nicht in meinem Garten vermissen. Ich freue mich, dass ihr heute zugeschaut habt. Danke, wenn ihr mir einen Daumen hoch für dieses Video gebt oder auch für meine anderen Videos. Danke, wenn ihr meinen Account abonniert. Und ich hoffe, dass ich euch auch ganz bald wieder hier in meinem Garten begrüßen kann. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.